Willkommen zurück zu Super Mario 64, The Green Stars. Wir sind auf verruchter 100-Münz-Suche. Und ich glaube, das könnte so böse werden. Wir springen mal hier rein, mal gucken, wo uns das hinführt. Interessant. Ah. Sehr interessant. Zu einer roten Münze. Und irgendwie kommt mir das hier bekannt vor, war das nicht... Es sieht so ähnlich aus wie das mit den Itty-Bitty-Shitty-Rätseln, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Aber ich glaube, so komme ich nicht wieder hoch, oder? Ja, ich musste aber hochkommen. Ich glaube, naja, das brauche ich, glaube ich, das brauche ich jetzt keine 5 Minuten zu probieren. Da werde ich euch mal nicht quälen. Es ist Fanservice, ne? Das muss schon sein. Genau. Ganz wichtig ist, dass wir die rote Münze da hinten nicht vergessen. Sonst könnte es böse werden. Sonst stehe ich wieder da rum und heule. Ich finde keine roten Münzen mehr. Aber das muss ja nicht sein. Ihr wisst, ich weine. Ihr wisst, dass ich es tue. Ihr habt das oft genug erlebt. So, tschüss Goombas. Aber bitte nicht wieder selber irgendwie die Klippen runterspringen. Wirklich, Leute, das muss doch nicht sein. Es gibt immer einen Ausweg. Vergesst das nicht. Naja, nicht wirklich. Euer Schicksal ist dasselbe. Aber egal. Ja. Ja, ja, so kann man sich auf so stylische Art und Weise kann man sich natürlich auch Münzen holen. So, jetzt haben wir schon 7 rote. Hier nehmen wir noch ein paar gelbe mit. Und hier waren sie tatsächlich. Das war das mit den Itty-Bitty-Shitty-Rätseln. Also doch, ich war jetzt etwas verwirrt, weil die Münzen nicht mehr da sind. Aber klar, wir sind in der Aufgabe weiter. Wir sind in Aufgabe 2 und das mit den Rätseln war ja Aufgabe 1. Dementsprechend sind sie natürlich auch nicht mehr da. Okay. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Wie gehen wir das jetzt am besten an? Eine Münze fehlt ja noch. Pinguine müssen wir anscheinend auch noch finden. Das volle Programm wieder hier. Dich hatten wir, oder? Nur um sicher zu gehen. Ich glaube aber... Oh, hey! Ich glaube aber, dich hatten wir. Ja, definitiv. Okay. Gut. Soweit, so schön, so gut. Da oben ist noch was. So die Frage, wie komme ich da hoch? Weil so wird es ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Hier werde ich nicht hochkraxeln können. Oh, wobei es ist relativ knapp, ne? Und ich bin hier reingefallen. Na super, wenn ich hier reinfalle, gibt es anscheinend auch keinen Weg mehr raus. Das ist natürlich ziemlich böse. Weiß nicht, wahrscheinlich steht sowas auf dem Schild. Vielleicht sollte ich es wirklich einfach mal lesen. Wenn ich jetzt schon mal davor stehe. Steht wahrscheinlich, halt! Loch der ewigen Nichtwiederkehr. Wusste ich es doch, Warnung. Spring hier nicht rein, du kannst nicht wieder raus. Okay, es sind keine Münzen drin. Also, ja, verschwende hier nicht deine Zeit. Das ist eine sehr nützliche Information. Die alten Schriften stimmen! Okay. Oh, schaffe ich das so? Die große Frage ist doch, warum will ich das überhaupt? Oh, Mario, ich habe mein Baby verloren. Ja, mach Sachen. Pass doch einmal auf deine Bälge auf. Dich haben wir noch. Aber du bist mir zu gefährlich. Das ist mir zu windig bei dir. Also gehen wir nochmal hier rein, weil eventuell ist hier noch was. Ja, das ist auch der Hügel, auf den ich gerade so drauf springen wollte. Gut, und hier ist die letzte rote Münze. Hier war ich ja noch gar nicht, genau. Oh, sehr gut. Damit erscheinen nun 2 Sterne auf einmal. Ist das nicht herrlich? Die Vögel singen wieder. Ist das nicht wunderbar? Ha! Und dem Schneeball stylisch ausgewichen und dabei einen Stern gesammelt. Ja, Mario hat Style.
und Grace. Und ein Funny Face. Huh. Yippie! Gut, dann gehen wir mal wieder durch den Warp da unten. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann man das ja machen. Umf, macht da der Mario. Denn Triumph, wir wissen, kann man nicht ohne Umf buchstabieren. Wir haben noch keine Sterne in diesem Part geholt. Ich glaube, es wird Zeit, dass... Doch, einen haben wir, den 100-Münzen-Stern, aber so, hier einen regulären. Wird Zeit, das nachzuholen. Damit ist unsere Sternausbeute nun 29 und das in Part 7. Das ist krass. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich echt nicht erwartet. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich einen besseren Sterneschnitt gehabt. Einen besseren Sterneschnitt. Muss ich bei Luke Millard singen, weil wenn er mal zu Besuch kommt. Oder wenn Ekusar zu Besuch kommt, wenn ich, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich ein Safe State gemacht. Safe State gemacht. Oder bei jedem x-beliebigen Dragon Ball Zuschauer, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich ein Dragon Ball Let's Play gemacht. Ja, okay. Was machen wir denn jetzt? Wir suchen immer noch den König des Berges. Ach. Den König des Berges. Aber wo? Wo könnte er sein? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Okay. König des Berges. Wo bist du? Muss ich hier runter? Oder ist das eher nicht so gut? Oh mein König. So gebe mir doch die Antwort. Das ist definitiv der falsche Weg. Dieses Level ist gar nicht so groß. Und doch scheint es noch einen Weg zu geben oder irgendwas, woran ich gerade nicht denke oder was ich jetzt schon zigmal übersehen habe oder wo ich schon eine Million Mal dran vorbeigelaufen bin und ihr es schon längst gesehen habt und ja, deswegen den Part wahrscheinlich vor lauter Wut schon 10 Mal beendet habt. Man weiß es ja nie. Was haben wir denn hier? Da ist ein Kamin. Wir gehen mal rein. Ist das ein Warp? Ja, das ist kein Warp, aber trotzdem schön, dass es ihn gibt. Grundsätzlich. Ich meine, hier im Winter ist das sehr praktisch. Gut. Aber genug die Inneneinrichtung, die ansonsten sehr spartanisch ist, bewundert. Sparta! Ja, sehr spartanisch. Aber immerhin habt ihr genug Geld hier. Ob die Goombas hier wohnen? Wer weiß. Wo leben eigentlich die Goombas? Ich sehe sie immer nur im freien Feld rumlaufen. Das ist... Wir müssen ja eigentlich auch ein Zuhause haben. So, jetzt bin ich mal wieder hier vor dem Loch. Das muss jetzt nicht sein. Da hinten ist der. Eine Stern. Da ist der Selbstmord-Goomba, der sehr merkwürdig platziert ist, sagen wir es mal so. Bist du vielleicht der König des Berges? Siehst einfach nur aus wie ein trauriger Schneemann. Wobei, wieso traurig? Im Moment. Vor allem, weil ich im Moment überhaupt keine Mimik gesehen habe. Okay. Gut. Geh mal weg. Dann scheiß ich da jetzt drauf. Dann machen wir was anderes. Dann machen wir... Was machen wir denn? Sollen wir mal einen anderen Weg versuchen zu rutschen? Gibt es noch eventuell eine andere Abzweigung? Zum Beispiel hier hoch, aber das bringt auch nichts. Das ist irgendwie auch immer nur derselbe Weg. Das bringt alles nichts. Wo könnten wir denn noch hin? Habe ich schon mal versucht, da hochzukommen? Da ist noch was. Da ist noch... Wie kommst du da hoch? Wie kommst du da hoch? Gibt es eventuell noch eine Röhre, in der ich nicht drin war? Die mich da hochführt. Oder vielleicht doch irgendeinen Warp. Das ist die Frage. Gibt es da irgendeine Möglichkeit raufzukommen? Wir gucken mal. Aber nicht bei dem. Der wirft Schneebälle auf uns. Das ist nicht unser Freund.
Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Irgendeiner. Diese nicht. Was soll ich mir jetzt bei der gedacht haben? Also das ist einfach nur... Das bringt mich auf diesen Hügel. Irgendwas habe ich übersehen. Ja, ich will mal da hochrutschen irgendwie. Falls das möglich ist. Das wird nicht funktionieren, aber... Oh. 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 Glitchhawk ist zurück. Cool. Der Glitchhawk, endlich. Es wurde mal wieder Zeit, sich mal wieder irgendwo ordentlich durchzuglitschen. Okay, da ist der Baum. Da! Oh! Oh, wie fies! Oh, wie fies! Oh, wie fies! Habe ich schon erwähnt, dass das fies war? Und habe ich schon erwähnt, dass Save State jetzt gerade vollkommen unnötig war, weil ich mittels der Warps eh schnell wieder hier bin? Ach, diese Faulheit, das tut mir leid. Ah, ich habe das jetzt einmal mal probiert und... Wow, okay. Das Problem ist, dass du hier leicht reinfällst. Und deswegen Save State ich jetzt hier tatsächlich nochmal. Versuch mal nicht hier die Eiswand zu berühren. Und geh mal hier hoch. Oh, Wahnsinn. Wir haben tatsächlich noch einen Weg gefunden. Und du magst deine Kistenparcours, oder? Also auch diesmal ist es nur eine einfache, gewöhnliche Treppe. Dann will ich dir mal nicht böse sein. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Ich glaube, der König des Hügels ist irgendwie sauer auf uns. Der König des Hügels... King of the Hill, halt. Boggle. So, wir sind nämlich der König des Berges. Der King of the Mountain. Wir haben es geschafft. Und unseren 30. Stern geholt. Wahnsinn. Okay. Wahnsinn, damit können wir bereits Kurs 10 betreten, wenn wir das wollten. Hast du schon alle... Ja, Schalterpaste gefunden. Irgendwie noch nicht. Einen habe ich zumindest. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben ja noch eine Mission da drin. Irgendwie hatte ich eben schon kurz gedacht, wir hätten sie ja schon alles erledigt. Haben wir ja noch gar nicht. Das war ein Trugschluss. Wir müssen nochmal in die eisigen Kelten. In die eisigen Kelten? Ich bin ein eisiger Kälte. Also, Kälte mit E. Ihr wisst schon, egal. So. Find a ba- Ja, natürlich. Shitteridu. Der ist doch bestimmt ganz oben auf dem Hügel. Der ist bestimmt ganz oben auf dem Hügel. Ich guck da nochmal hin jetzt. Da gucke ich jetzt aber sowas von hin. Ich hoffe, dass der nicht besonders shitty, itty-bitty-mäßig zu finden ist. So, nicht wieder hereinglitschen. Ich bin gewarnt durch das, was vorhin passiert ist. So. Probier's nochmal. Nicht, dass da oben nochmal der Pinguin lauerte. So lang ist der Weg ja auch zum Glück nicht. Da kann man auch ruhig nochmal hier hochgehen und nochmal King of the Hill spielen, sozusagen. Aber so wie es aussieht, scheint hier pinguin-technisch nichts mehr zu sein. Es sei denn, da links oder so geht es irgendwie noch weiter, aber hier auf der Spitze des Berges. Zumindest dürfte ich von hier... Nee. Aber nochmal einen ganz guten Überblick haben. Hier kann ich mir nochmal umgucken. Haben wir den Babypinguin eventuell schon mal irgendwo gesehen und ich habe es nur wieder vergessen? Wer weiß. Ich traue mir das zu.
Okay, das scheint nicht in die richtige Richtung zu führen. Das sieht eher mehr nach Suizid aus, wenn ich jetzt hier runterkletter. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwo verlockend, da mal runter zu kraxeln, aber wohin sollte das führen? Mir wäre kein Babypinguin mehr aufgefallen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die Weihnachtsbäume noch irgendwas beherbergen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Oder noch irgendein Warp. Wir gehen nochmal hier rein, wir gucken uns hier nochmal alles an. Hier war eine rote Münze. Hier war nicht irgendwo Babypinguin, zum Beispiel hier auf dem Eise voller Scheiße. Hier scheint es auch nur bergab zu gehen. Und zwar ziemlich flott. War auf der... Die Insel, da habe ich mich, glaube ich, gar nicht so richtig umgesehen. Da habe ich den Stern direkt am Anfang geholt. Da können wir vielleicht nochmal versuchen, dass wir da nochmal drauf gehen. Aber es war ziemlich gefährlich. Boing! Ah, das war nur ein Schatten von dem Schneemann. Eben habe ich schon gedacht, wir hätten es. Weil ich einen zweiten Schatten gesehen habe, aber das ist leider der Schneemann gewesen. Du Mistkerl, kannst du nicht einfach ein Pinguin sein? Komme ich von hier wenigstens wieder zurück? Warp? Kein Warp. Oh, gemein. So, aber hier ist nicht noch irgendwie was Verstecktes. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann sammeln wir den Stern nochmal. Dann weiß ich es für den Moment nicht. Wichtig ist mir eigentlich, auch wenn ich meinen Sterneschnitt jetzt dadurch wieder ein bisschen verringere, wir haben immerhin nochmal 3 Sterne geholt, ne? 3 Stück, genau. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wobei irgendwie bin ich jetzt ehrgeizig. Ich meine, 5-Sterne-Schnitt, dass man den nicht halten kann, klar. Wieso bin ich jetzt hier rein? Das bringt mir doch hier überhaupt nichts. Bling! It's a me, Mario! Jetzt bin ich doch irgendwie ehrgeizig, mich vielleicht mal an einem 4-Sterne-Schnitt zu probieren. Aber wir sind noch ziemlich am Anfang des Spiels und es wird natürlich noch sehr viel schwerer. Insofern vielleicht ein fast schon zu ehrgeiziges Ziel. Wer weiß. Auf der anderen Seite, Ehrgeiz muss sein. Bei Last Impact konnte ich den 3-Sterne-Schnitt am Ende nur halten, weil ich sehr, sehr viele Parts überzogen habe. Inklusive dem 42-Minuten-Part mit Matze. Was, 42 Minuten? Irgendwas in die 40 auf jeden Fall. So, bringt dieser Baum ihn noch irgendwo hin? Oh, du wirst mich natürlich genau hier hin. Und schon komme ich wieder hier raus. Oder probieren wir uns an der Fury Factory. Nee, komm. 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 Es fehlt doch nur noch ein einziger. Es fehlt doch nur so ein läppischer Babypinguin. Die Inneneinrichtung der Häuser, da war nur ein Kamin drin. Und, Münzen in dem anderen Haus. Also in den Häusern brauche ich, glaube ich, nicht mehr suchen. Boah, wo könnte der sein? Wir gucken jetzt trotzdem nur, um ganz sicher zu gehen. Können wir doch mal in die Häuser gucken. Also die 3 wollte sie definitiv nicht. Vielleicht taucht er ja auch nur auf. In dieser Mission. Das könnte ja auch noch sein, dass ich vielleicht doch auf jeden Fall nochmal hier reinschauen sollte. Der könnte halt echt überall sein. Okay. Stupid Mario. Wir probieren es trotzdem nochmal. Vielleicht nimmt sie es irgendwann an. Oder den Goomba. Vielleicht akzeptierst du den Goomba als... Hast du uns eventuell irgendeinen Tipp gegeben?
Ich habe deinen Text vorgedrückt, ne? Jedes Mal bisher, weil ich dachte, du bist sowieso, es geht ja um dein Baby. Vielleicht hast du uns irgendeinen Tipp, irgendeinen Hinweis gegeben. Das könnte man eventuell nochmal ausprobieren, ja. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Ja. Danke, Chuck, ja. Danke. Das war ziemlich freundlich von dir. Das war nett. Gut, dann haben wir jetzt leider doch nicht ganz so viel in diesem Part erreicht. Ich hatte gehofft, dass wir zumindest die Schneewelt jetzt noch fertig kriegen, aber ja, dann muss ich das mit dem Babypinguin, muss ich beim nächsten Mal mal gucken. Okay, und wenn wir es gar nicht finden sollten, können wir immer noch in Welt 5 gehen. Alles klar, bis dahin, euer Weehawk.